Boom, meine lieben Freunde, sechstes Match hier bei Game Over an diesem wundervollen Wochenende. Heute ist Sonntag und der Olli ist heiß. Here we go, my friends. Gestern war die geile WWE-Show in Mannheim. Und heute hier wieder Samoa Joe gegen Daniel Bryan. Also es wird eigentlich immer besser. Es wird immer besser. Es ist das sechste Match. Es ist das ROH World Heavyweight Championship Match. So. Und ja, falls ihr euch nicht erinnern könnt, hier, da, rechts oben. Da ist nochmal eingeblendet, das Number One Contender Match, diese blutige Schlacht zwischen CM Punk und Daniel Bryan mit diesem unglaublichen German Suplex auf die Stahltreppe. Klickt einfach drauf, wenn ihr euch das Match nochmal angucken wollt oder falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ein Must-See, da war wirklich was los. Am Ende ist ja Daniel Bryan sogar nochmal heel geturnt und hat CM Punk nach dem Match verdroschen. Und der ist jetzt richtig reiß, der möchte den ROH Heavyweight Title kriegen. Aber Samoa Joe ist ein Gegner, den kriegt man nicht so leicht klein. Oder was denkst du? Ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, Daniel Bryan ist richtig Reis. Reis? Reis, du hast Reis gesagt. Er ist heiß. Er ist Reis. Heißer Reis. Heißer Reis, verbrenn dich nicht. Ja, wer wird gewinnen? Ich weiß es nicht. Ja, weißt du es nicht? Nee. Cool. Aber ich hoffe auf den Titelwechsel. Ich hoffe auf den Titelwechsel. Du hoffst auf den Titelwechsel, dass wir quasi den zweiten Titelwechsel des Abends erleben werden. Richtig. Also ist dein Tipp Daniel Bryan? Mein Tipp ist Daniel Bryan, auch wenn Samoa Joe im Vergleich zu Daniel Bryan einfach nur ein Riesengerät ist. Ist ein Gerät, aber das heißt ja noch lange nichts. Wir wissen ja, Daniel Bryan hat die Technik, Samoa Joe zu besiegen. Vor allem frage ich mich gerade, was ist mit den Waden von Joe passiert? Warum? Schau dir die mal im, wenn er quer steht, guck dir einfach, wenn er seitlich steht, guck dir mal die Waden an. Er ist einfach nur fett. Ja, das ist aber anders als wie im letzten Jahr. Naja, letztes Jahr war er ein bisschen dünner. Weißt du noch, als er dann plötzlich ultra dünn war? Boah. Wegen dem Grafikbug? Das war witzig. Das war ja auch hier damals noch die Szene, wo Ray die ganze Zeit vom Ring gestanden ist und einen auf Holzhacker gemacht hat. Ja. Als ich glaube, weil Beth Phoenix hat ja dann Samoa Joe instant zu einer Diät gezwungen und dann hat er ja, genau. abgenommen. Beast Mode, auf geht's, Daniel! Ja, ich halte dann natürlich zu Samoa Joe. Ich möchte ja ein lupenreines Tippspiel gewinnen. Jetzt wirst du aber cocky hier. Ja, Mann! Und ja, ich glaube an Samoa Joes Titelverteidigung, auch wenn der gerade übelst auf die Fresse kriegt. Ja, besser ist es. Auf geht's! Ich meine, das ist das sechste Titelmatch. Mal sehen, ob es zum zweiten Titelwechsel kommt. Ich meine, mit einem sind wir ja eh schon recht stark bestückt, würde ich sagen. Einer? Ja, doch, einer war's, genau. Ja. Hast du recht. Also nur Ray ist ja nicht als Champion reingegangen. Nur Claudio und Loki im vierten Match. Alle anderen haben ja bisher verteidigt, die Hardy Boys, Nigel McGuinness, Brain Damage und Loki. Das ist korrekt, aber der zweite Titelwechsel kommt. Nein, ich denke, die fünfte Titelverteidigung werden wir heute sehen, weil das ist ja das Tolle. Wir haben hier in diesem Universe nur Leute mit Qualität, die wissen, wie sie ihre Titel verteidigen müssen. Die wissen, dass sie dementsprechend, dass sie zu Recht Champions sind. Ja, also wie gesagt, qualitativ hochwertig. Hoffen wir einfach mal, dass Daniel Bryan da einfach mal No sagt und gegen eine weitere Titelverteidigung ist und sich den Gürtel dann umschnallt und danach dann die riesen Yes-Yes-Yes-Feier gibt. Nein, ich glaube, Samoa Joe ist eher, der sagt No, Titelwechsel. Und Yes zur Titelverteidigung dann. Quasi. Weshalb Daniel Bryan danach wieder im Ring stehen würde und dann wieder alles mit No abstreiten würde. Also, egal wie man es nennt, wir hören heute auf jeden Fall ein Yes und ein No. Das ist richtig. Und hoffen wir mal, dass der richtige Yes schreit. In diesem Sinne. Nämlich Samoa Joe. Daniel Bryan. I don't think so. Komm, Joe. Einfach in die Ringecke reinlegen und begraben. Ja, begraben. Das richtige Stichwort. Nee, doch nicht das richtige Stichwort. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte jetzt irgendwas auf begraben bringen. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder an irgendein Buried Alive Match gedacht, aber das gibt's ja gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Nee, das gibt's nicht mehr, dafür haben wir ein I Quit Match. Okay, dann beerdigt Chris Hero halt irgendwann nochmal Claudio in einem I Quit Match. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in einem der nächsten Matches sehen. Das wäre natürlich schon ein geiles Pay-Per-View Match, so I Quit zwischen Chris Hero und Claudio, das wäre auch richtig würdig, ey. Ja, Mann.
Aber warten wir halt mal ab, wie sich die ganzen Dinge entwickeln. Ich meine, das Match steht noch aus. Jetzt haben wir hier erstmal Brian und den falschen Samoaner im Ring stehen. Ja. Und ja. Es bleibt heiß. Auf jeden Fall. So, Joe räumt jetzt auf. Nee. Da war er zu langsam. Der Dicke. Der Dicke. Na, er ist wahrscheinlich der beweglichste, dickere Mensch, den ich so in einem Ring je gesehen habe. Naja, okay, DJ Hyde, wollen wir nicht vergessen. Okay, dann erwähne ich noch das Wort Techniker. Okay, da haben wir nur Samoa Joe. Da haben wir nämlich dann nur Samoa Joe, ja. In dem Sinne, genau das will ich sehen, Joe. Einfach mal komplett genosert. Na, der hat das ja nicht mal gesellt, der ist ja einfach zur Seite gegangen, weil er die Technik hat, Mann. Close Night. Und Joe jetzt. Und bitte, mach den fertig. Sag mal, hat der Bildschirm jetzt aufgeleuchtet, weil jetzt Brian sich eine Wunde gefangen hat? Oder war es jetzt irgendwie hier nur so ausrastroter Bildschirm? Deine Tabletten möchte ich nicht mehr. Da war doch eben rot. Nein. I'm better because I eat meat. So, jetzt hast du es. Ja, feed me more. Auf geht's. Bam. Nochmal richtig schön einfach mit dem Kopf rein in den Magen. Alter, ich möchte also Samoa Joes Kopf und Knie, aua. Möchtest du auch nicht kriegen. Alter, der wird ja hier vernascht, der Daniel. Daniel Bryan muss sich doch hier fühlen wie nach einem Frontalzusammenstoß bei 70 km/h. Ja, quasi. Wenn da mal so ein Samoa Joe auf dich zurennt, also ich wollte nicht da hier die Rollen tauschen mit Daniel Bryan, also. Nee, also ich möchte auch nicht mit Joe im Ring stehen. Zwar hat er gerade nochmal einen ganzen Zeit einen German Suplex gebracht. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr viel helfen. Ja, das kann's nicht sein, ey. Ich muss doch jetzt auch mal wieder irgendwas gewinnen. Also, mach's bitte. Bitte. Nee. Ja klar, jetzt sind da noch Back-Suplex. Man, okay, das funktioniert sogar. Und direkt der Konter DDT. Bam. Ciao. Der wird das schon richten. Wieso sitze ich überhaupt noch am Kommentatorenpult? Ich reiß doch sowieso nichts mehr. Ja, sämtliche die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, weiß, am Ende gibt's den einen Roller und du magst hier völlig aus. Ja, besser ist es. Ich will auch mal wieder ein Lichtblick haben. So, jetzt aber. Ja, immer diese leichten Supplessen hier. Kommt gleich den Vertical Suplex. Naja, aber muss ich auch gerade sagen, Daniel Bryan hat von meiner Sicht auch gar nicht den Titel verdient, so wie er mit seinem Ex-Kollegen CM Punk da umgegangen ist nach dem Match. Absolut frech und finde ich nicht okay. Ja, teilweise musst du halt auch mal auf Freundschaften scheißen, wenn du mal was wenn du aus dir mal was machen möchtest. Also, wenn er hier ins Title Picture rückt, durch so einen Sieg und durch so eine Aktion. Ja, aber er hat doch gewonnen, muss er denn noch eine draufhauen. Allein deswegen sollte der Samoa Joe den einfach mal vermöbeln. Und zwar so richtig, komm lang zu, pur. Er muss doch zeigen, wer der Chef im Ring ist. Er muss doch hier irgendwie Joe einschüchtern. Ja, aber nicht so. Ja. Mann. Gegen Punk hast du es doch auch gekonnt. Ja. Komm, ich will in Zukunft viele Managerfiguren am Ring stehen haben von mir. Das ist hier auch mal was wert. Gibt's doch gar nicht. Komm, Joe, einfach nicht lange fackeln. Hier auch gleich mal mit den Nearfalls beginnen. Irgendwann bleibt er schon liegen. Man hat's ja gerade gesehen bei Low Key Ray. Irgendwann können die dann auch einfach nicht mehr auskicken. Irgendwann bleibt er halt mal liegen, ey. Du bist doch echt von dir selbst überzeugt. Das gibt's doch gar nicht. Na, also bisher lag ich immer richtig. Ja, bisher lag ich in der Vergangenheit auch immer richtig. Bis du dann hier irgendwie wieder mit deinem Falschgeld gekommen bist und dann hier wieder sämtliche Offizielle in der WWE bestochen hast. Richtig. Ich kauf die Refs, ist doch klar. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, habe ich nicht gesagt, dass Kane gewinnt bei Brain Damage? Ich weiß es nicht mehr. Hast weiß du das? Ich jetzt leider nicht mehr. Zu lange her. Ja, leider.
Ich habe den Zettel des Tippspiels auch gerade nicht am Start, weil jetzt wir so spontan aufgenommen haben, dass ich jetzt nicht mehr danach gekramt habe. Der Junge hat's schon. Der Junge hat schon lange. Die Jungen regeln das. So, jetzt Joe. Joe hat ja wohl ein ernstes Wort mit King zu reden, mit Jerry Lawler. Wahrscheinlich hat er ihn gerade als Fetti beschimpft. Oh, und das sagt gerade Lawler. Bam! Oh, jetzt ist er... Achso, das Snowsailt Daniel Bryan erstmal. Klar, so ein Slingshot schön in die Kehle rein, das ist nix. Spinning Heel Kick. Jetzt starte die Offensive, zünde deinen Turbo. I don't think so. Einfach mal Ja sagen, Daniel. Einfach mal Ja sagen. Ja zum Titel, oder was? Ja zum Titel, Nein zu Samoa Joe und Nein zur Niederlage. Das sind aber zwei Neins. Ja, also normalerweise zwei Mal sind Nein es drei ja. Nein. Zweimal Nein ist Ja. Nein. Doch. Nein, ja, nein. Damit könnte man jetzt die ganze Folge füllen eigentlich. Ja. Nein. Da, das ist es wieder, weißt du, immer diese Bags zu blessen. Da sagt sogar der Fan, no. Aber dreimal no, also... Ja, lass dir mal was anderes einfallen. Bam! Weggefetzt. Ja, jetzt geht er wieder raus, jetzt geht es wieder Richtung Lawler. Was hat denn der Lawler schon wieder? Oh, jetzt rasten sie komplett aus. Cole versteckt sich hier noch unterm Kommentatorenpult. Ja, würde ich auch, wenn John mir auf einmal den Tisch abräumen würde. So, Laptop weg, ist teuer. Ach, egal, die haben genug. Au. Oh, der Joe will den da, glaube ich, wirklich durchschmeißen, so wie das aussieht. Na, das wär's ja jetzt. So ein richtig schöner Belly-to-Belly oder so. Naja, das geht jetzt erstmal Richtung Ringpfosten. Nee. Ah, doch, der hat Bock. Der hat Bock. Jetzt laufen sie ja leider wieder zurück. Ach Gott. Oder auch nicht. Oder doch. Ja, Joe dreht die extra Runde. Ja, klar, der ist ja fit, der Junge. Er will ja zeigen, was er kann. Hier, schön. Aber Daniel Bryan ist auch fit. Nein. Schau dir das an, ey. Und jetzt hat er raus aus dem Ring und jetzt hat direkt aufs Kommentatorenpult. Muscle Buster durch und ab ins Grab. Oder macht's ja wirklich? Nein. Alter, was? Ne. Boah. Holy shit! Leck mich fett am Winterspeck, das gibt's doch gar nicht! Alter, der Mann ist ja mal völlig zurecht, ROH World Champ! Boah. Boom! Spinebuster wirft dann einfach weg, der hat die Schnauze voll! Zack, rein mit ihm und covern, Junge! Einfach covern jetzt! Dass der nochmal aufsteht, ey! Ne! Ja! Auf geht's! Quatsch! Quatsch! Auf jetzt! Jawohl! Und weg mit ihm! Komm, jetzt noch Muscle Buster oder von mir aus auch Kokina Klatsch und dann ist die Sache hier gelaufen. Neckbreaker-Variation von Daniel Bryan. Ne! Ah, komm, Junge, mach's! Eins! Ich hab ja gleich mein Kabel durchgebissen. Oh nein. Oh, netter Big Boot. So haben wir mit Arm gehalten. Boots to Faces. Auf geht's. Ringecke. Und wieder schön rein in die Magen. Immer wieder. Und Clothesline. Jetzt cover den doch. Oh. Ah, ne, wird nur in Anführungszeichen ein Russian Leg Whip. So, jetzt. Komm schon. Nein! Der muss das Ding jetzt drehen. Nee, der dreht das nicht mehr. Scheiß an. Zack, Neckbreaker und weg ist der Kopf. Und gleich nochmal. Zack, geht am besten noch auf die Ringecke, Phoenix Splash und dann, dann haben wir hier einen schönen Match. Daniel Bryan Match. Snap Suplex, schau mal an, wie der jetzt den durch den Ring wirft. Eine Aktion nach der anderen. Hätte jetzt aber auch der Ansatz zum Muscle Buster sein können. Alter, schau dir das an. Also in Daniel Bryans Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ja, ich schon. Denn der dreht das Ding jetzt. Quatsch. Okay, jetzt hat was? Oh.
Der ES-Lock! Nee, 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 nee. Ah, das hätte ein Kruzifix-Pin werden können, aber... Ja, klar. So, komm, jetzt streng dich mal ein bisschen an zum Mauer, Joe. Mach den noch einfach mal fertig. Aber wiederum Neckbreaker von Daniel Bryan. Korrekt. So, und jetzt... Cross-Arm-Breaker. Nein, nein, der powert sich da raus. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt am besten hinten einfach mal zum Ankle-Lock packen oder so. Einfach mal irgendwas zeigen. Ey, der hat's aber mit seinen Neckbreakern, ne? Ja, das sind halt zwei Techniker. Na, ist auch clever, weil wenn er jetzt dann wirklich den Muscle Buster durchbringt auf den doch schon ziemlich angeschlagenen Kopf dann durch die ganzen Neckbreaker, dann war's das, aber ganz schön schnell. Kann dann nicht jeder so einen Stiernacken haben wie Samoa Joe. Ja, jetzt ein bisschen zu durchsichtig, was Samoa Joe hier macht. Irgendwann weiß Daniel Bryan auch, was er da tun muss. Wenn er überhaupt noch klar denken kann nach den ganzen Neckbreakern. Ja, das ist natürlich wieder die andere Geschichte. Ja, wieder Leg Sweep von Daniel Bryan. Oh, jetzt hat die Haymakers, Junge. Und wiederum der Back Suplex, also, ne? Nicht so ganz. Nicht so ganz. Was ich mir natürlich auch frage. Oh, noch von Lights. Lights, komm schon, eins. Puh. Was ich mir natürlich frage. Wie willst du Samoa Joe eigentlich pinnen? Nach was für einer Aktion? Ja. Und jetzt fliegt Daniel Bryan eh wieder am besten mit dem German Suplex da durch und dann war es eh. Ich wollte es gerade eben sagen. Wie will er ihn überhaupt besiegen? Ja. Indem er es so macht, wie es beim letzten Mal passiert ist. Diesmal schnappt sich dann halt einfach mal Daniel Bryan, hier Samoa Joe und dann mal German Suplex auf die Ringtreppe. Ach so, das meinst du. Ja, so, aber die ist er jetzt eh zerstört. Jetzt hat mein Freund. Ja. Gibt's hier eine Platzwunde? Oh, schafft das Daniel Bryan noch? Ja, das schafft er schon. Na komm, wie er ihn reinlockt in den Ring. Also, ey. Ja, frech. Frecher geht's wohl nicht mehr, oder? Oh, 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 oh. Yes! Auf geht's! Nee, 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 nee. Das war's. Das war's. Direkt unterbunden zum Old Joe sagt, no! Und dann kommt Muscle Buster. Ach, wieder nur eine Clothesline. Hebt ihn noch einfach hoch, verpasst ihn den Muscle Buster und dann ist hier Schluss. Schluss ist hier noch lange nicht. Wobei es... stimmt, es ist auch nicht blöd, mit dem Neckbreaker zu arbeiten, weil du dann auch natürlich auch mit dem Kokina-Klatsch kannst du den dann ganz schnell... ohnmächtig machen. Nein! Wir sind am Blut ist, komm schon, eins! Ah, oh, fuck! Oida, das heißt, es hat mir gerade noch gefehlt, dass er ihn jetzt einrollt. Jawohl, zack, ins Gesicht. Mann, jetzt covert den doch einfach mal. Nein! Also, jetzt komm, jetzt, auf geht's, eins! Ach, komm schon, ey! Komm, Joe, der ist doch noch zu fit, erzähl mir nix! Schau, der rennt jetzt gleich aus dem Ring, weil er Angst hat. Er wird ihm jetzt wahrscheinlich gleich einfach eine Stahltreppe ins Gesicht hauen, weil er weiß, er hat keine Chance. Boom! Alter, wie groß die Platzwunde wird. Na klar, so ein DDT auf dem Hallenboden, gute Nacht. Das war wieder der Neckbreaker, also Samoa Joe ist ja heute nicht sehr kreativ, aber das Schlimme ist, es hilft, es wirkt. Er ist zwar nicht kreativ, aber dafür ist es halt verdammt effektiv. So, jetzt. Er macht einfach mal weiter. Scheiß drauf, was der Ref hier zählt. Vor allem bei Six. Okay, jetzt ist die Frage: Schafft er das? Ja. Oh! Ja. Ah, er schafft es. Oh. Seven. Ja. Locker hat er das geschafft. Komm jetzt. Samoa Joe, mach doch jetzt hier alle. Du bist doch echt weit vorne. Ah, und jetzt einfach auf den Stürzen und Kokina klatscht. Komm schon. Nee? Nein! Auf jetzt! Jetzt aber mal! Auf geht's! Eins! Ref, auf was wartest du? Alter, das gibt's nicht. Ich sag ja, dieses blöde Einroller gibt hier am Ende noch den Titelwechsel. Nein! Doch! Oh, nicer Dropkick, aber Joe interessiert's fast gar nicht. Jawohl! Muscle Buster! Komm schon! Nee? Hä? Was? Auf geht's! Ausrasten, Daniel! Ausrasten! Oh, ins Gesicht. Alter, schau dir mal seinen Kopf an, der ist blutüberströmt. Jetzt ein Muscle Buster! Muscle Buster! Nein, mach doch einfach! Oder mach doch super Muscle Buster!
Und den, nein, jetzt? Superplex? Superplex! Ey, das ist es, Junge, das ist es. Kann man den? Das darf es jetzt nicht gewesen sein. Das war den doch einfach! Superplex, Alter, was willst du noch? Der ist doch schon lange im Arsch. Warum musst du den jetzt hier so töten? Er zeigt dann lieber nochmal einen Neckbreaker. Das ist doch Quatsch, der ist schon so im Arsch. Mach doch jetzt einfach Finish. Ich sag's dir, das gibt den Upset, das gibt den Upset. Ich verstehe das nicht, warum der jetzt den da so durch den Ring wirft. Ich verstehe es nicht. Samoa Joe, Junge, bleibt ungeschlagen und macht die hier kaputt. Ey, was macht? Aber Daniel Bryan lässt da auch mit sich spielen. Will er den jetzt müde machen oder was? Möglicherweise. Das gibt's doch nicht. Nein. Jetzt aber komm! Eins, zwei, och komm, leck mich doch, ey. Alter, du musst doch merken, dass das gefährlich wird. Mach irgendwas dagegen, ey. Und nicht dann auch noch hier im Back Suplex fressen. So, jetzt. Nein, ja, schmeißen auf den Chefsessel. Boah, zack, ja, und jetzt knockt den doch einfach mal aus. Joe, mach's nicht spannender, als es sein muss. Na, jetzt komm, bitte kein Einroller oder so. German Suplex! Na, jetzt blutet Joe! Oh, verdient! Nein! Was hat er vor? Was macht er? Dropkick und nice! Trifft. Nein, Joe, Alter, mach doch jetzt keinen Scheiß. Auf geht's! Joe, steh auf, komm und hau ihn jetzt um, und wenn du den nicht gleich coverst. Hol dir den Gurt, Daniel. Hol ihn dir. Die Ringtreppe ist auch noch fix. Also, auf geht's. Boah. Nee. Running Clothesline, auf geht's. Jetzt Back Suplex gegen die Ringtreppe. Oder nee. Halt in den Ring. Erstmal schönes Brett ins Gesicht. Big Boot noch hinterher. Ach, jetzt hol der aus, oder was? Ah, jetzt kommt die zweite Luft von Daniel Bryan. Hä, schau mal, Joe ist noch übelst fit, Mann, trotz Platzwunde. Der rasiert das nicht. Da legt nochmal eine Ehrenrunde hin. Oh Gott, jetzt schnappt ihr den doch einfach. Oh, Uppercut. Das ist es gleich gewesen für Joe. Jo, Alter, was er ihm jetzt gerade reingesammelt hat. Aber Daniel Bryan ist halt wenigstens noch einer, der covert den dann auch einfach mal, weil er clever genug ist. So, Alter, Chicken Wing Suplex. Oder was? Alter. In schöner Regal-Manier. Komm. Jawohl, jetzt mach doch endlich den Muscle Buster, Mann. Du bist angeschlagen, merkst du das denn nicht? Nein! Running Clothesline wieder. Alter, mach mich nicht fertig. Oder wenn du jetzt hier gleich die Cattle Mutilation frisst, ne? Alter, mach die Scheiße fertig. So, jetzt Vertical Suplex in den Ring! Ne, da ist er. Schmeißt den auf einmal durch den Ring, als wäre er eine Feder. Und jetzt Crossbody, das muss fast schon gewesen sein. Aber auch er covert ihn nicht, gell? Nee, er spielt noch mit Joe. Die hassen sich hier gerade so richtig. Die wollen sich gegenseitig richtig kaputt machen. Und dann läuft er in den Armtrack. Gekonnt. Und dann jetzt gekonnt. So, und jetzt? Ab aufs Ring. Jetzt komm, Joe. Von mir aus cover ihn nach dem Neckbreaker. Ist mir scheißegal. Ja, mir nicht. Ja. Nein. Es kann zwar kein Muscle Buster werden, aber es wird ein German Suplex vom obersten. Ein Back Suplex vom zweiten Seil. Ey, cover den jetzt bitte. Ja, nein. Nein. Was hat der Junge vor? Was hat der? Mach doch den Cookie, da klatscht jetzt kein Russian Leg Sweep. Was ist nur los mit dem? Was ist nur los mit dem? Klar, jetzt kommt er doch einfach mal! Ey, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt die Aktion, die fehlt. Entweder frisst sie Samoa Joe oder Daniel Bryan frisst sie. Scheißegal. Nein. Doch. Eins. Zwei. Ach, komm schon. Alter. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja! Nein. Jetzt. Nein. Das ist es! Das ist es! Yes! Nein, Rope Break, komm, Rope Break. Auf geht's! Auf geht's! Komm, Rope Break! Oh! Ich dachte schon, der macht zum Verrecken keinen Rope Break, Mann. Komm! Hey, Joe, wenn du jetzt nicht gerafft hast, dass du hier gerade fast deinen Titel verloren hast.
Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Guck dir das an, ey, er spielt mit Joe. Jetzt ist der on fire, ich glaub's ja nicht. Nein, jetzt covert er den. Cover. Nein, nein, okay. Nein, Joe, okay. Joe, doch, Joe. Doch, doch, doch. Eins. Nein. Zwei. Drei. Das war's, Mann. In your face. Yes. Joe, du bist so behindert. Yes. Schau dir an, was er alles Geiles gemacht hat. Und es interessiert ihn nicht, den zu covern, ey. Wer ist der Mann, ha? Wer ist der Mann? Es hat ihn einfach nicht interessiert. Daniel fucking Bryan. Mark my words. Fuck yes. Guck dir das an, Mann. Verdient. 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 Sowas von verdient. Ich weiß es nicht. Ausgerechnet Daniel Bryan. Blut überströmt. Quasi vorgeführt im Ring. Und am Ende holt er mit diesem Upset, mit dieser Scheißaktion auch noch gegen Punk eigentlich den Gürtel, den ROH World Title von Samoa Joe. Clean im Ring, ich bin schockiert. The King of Ring of Honor. Der King von Ring of Honor, verdammt nochmal. Wichtiger Sieg, ey. Wichtiger Sieg. Ich bin schockiert, meine lieben Freunde. Geiles Match, ganz klar, aber Joe ist einfach ein behinderter, fettes Stück Scheiße.